So. Aufnahme für YouTube läuft dann auch wieder. So. Ich würde sagen, wir machen jetzt einfach noch die nächsten zwei Missionen, weil wenn wir die nächsten zwei Missionen haben, dann sind wir mit dem Tutorial von dem Spiel durch. Kapitel 14, Tod eines Helden. Das ist die Darrett-Festung, die Basis der Zephyra. Hier sind alle feindlichen Truppen, die unter General Carter dienen. General Carter, der war auch im Lehrbuch in meiner Militärschule. Ein sagenhafter Held, der bei der Schlacht von Darrett vor 20 Jahren... So, Carter. Und jetzt müssen wir ausgerechnet hier auf ihn treffen. Kommandeur? Was gibt es Neues von General Sigismundo? Die von Sigismundo angeführte Haupttruppe wird später hier eintreffen. Wir sollen derweil schon die Festung angreifen und erkunden. Erkunden? Wir sollen wohl hineingehen und schauen, wie stark unser Gegner ist. Das heißt, wir sind... Richtig. Er will uns als Kanonenfutter benutzen. Warum sonst sollen wir angreifen, bevor die Haupttruppe kommt? Entweder Sigismundo ist dumm oder er will nichts mit uns zu tun haben. Wahrscheinlich trifft beides zu. Wir wissen nicht, wann die Haupttruppe kommt. Helfen wird sie uns wohl nicht. Wir sind also auf uns allein gestellt. Wir brauchen eine sehr gute Taktik. Was ist dieser große Fels dort? Das ist einer der Meteoriten, die die Erde zerstört haben. Er ist durch Angriffe zerstörbar, dann nehmen wir den Flughafen ein. Teilweise können wir ihn aber auch als Schutz gegen Übergriffe nutzen. Wir müssen uns gut überlegen, welche Meteoriten wir zerstören. Also den da braucht man eigentlich nicht wirklich zerstören, weil mit einer Infanterie kann man hier über die Berge drüber gehen und den Flughafen einfach so einnehmen. Wir haben hier auf jeden Fall einen Hafen. Das ist schon mal gut, wir haben einen Kreuzer und ein U-Boot. Ein Gegner hat einen Kreuzer, ein Schlachtschiff und einen Flugzeugträger zu See. Na gut. Na dann mal. Ran ans Werk. Hat nicht wirklich viele Flak-Truppen. Die da will ich aktuell noch nicht kaputt machen. Und General Carter, wie ist die Lage? Sie schon wieder. Möchten Sie nicht mal meine neue Waffe ausprobieren? Mit dieser Superwaffe ändert sich mit einem Schlag alles. Natürlich verwandelt sie das hier in eine Hölle, auch für ihre Leute. Aber wenn Sie damit viele von den Laurentianern erledigen können? Vor 20 Jahren stand ich hier schon einmal an der laurentianischen Armee gegenüber. Aber es war ein fairer Kampf, keine verbotenen Waffen. Ein besiegter Kommandeur wurde immer anständig behandelt. Die Soldaten hatten einen Ehrenkodex. Daran werde ich mich auch weiterhin halten. Ihr Vorschlag ist eine Beleidigung für die hier kämpfenden Soldaten. Ich sehe, es hat keinen Zweck. Meine Hochachtung, Herr General. Dann werde ich mich zurückziehen. Er zieht sich auch zurück. Das ist schön. Kann ich die Front ein bisschen nach vorne verlegen. Flughafen hier wird auf jeden Fall sehr wichtig.
was der dir erreicht. Das ist ein Schlachtschiff. Ich bräuchte hier eigentlich so schnell wie möglich irgendwas, um den Kreuzer von denen effektiv auszuschalten. Da habe ich nur leider gerade nichts. Er hat aber dafür immer noch nichts, was meine Kopter kaputt schießen kann. Und so lange kann ich mit meinen Koptern erstmal da vorne ein bisschen rumrandalieren. Das machen wir mal so. Bauen wir hier mal einen Mini-Flughafen hin. Bei dem Raketenwerfer, da muss ich ein bisschen aufpassen. Ich muss meinen Raketenwerfer so hinstellen, dass ich diesen Meteoriten da kaputt schießen kann. Weil wenn der weg ist, dann geht diese Energielinie hier weg und dann kann ich da durch. Ansonsten hält mich der Raketenwerfer da hinten eine halbe Ewigkeit auf. Spielchen mit dem hatte ich schon mal. Nee, nicht schießen, besetzen. Und weg mit dem. Solange der Raketenwerfer da steht, kann ich nicht wirklich viel weiter vorrücken. Weil der einzige Punkt, an dem ich mich hinstellen kann, ist diese Stadt hier. Und wenn ich dort nicht beweglich bin, ist das auch blöd. Na gut, ich muss erstmal die Kleinigkeiten da oben kaputt machen. Den Panzer stellen wir mal dahin. Den muss ich jetzt zurückziehen. Anders kann ich den jetzt nicht wirklich retten. So. So, jetzt kommen die Bordflugzeuge. Und die verhindern, dass ich jetzt weiter mit meinem Kopf dann hier rumwühlen kann. Wenn das Bordflugzeug da angreift, kriege ich es mit dem Messer runtergeschossen. Also ist das okay.
Weg damit. Einmal hier drauf. Und weg mit dem hier. Die Flak da kommt nie und nimmer an die Stadt ran, oder? Ja. Mecheinheit hier könnte gefährlich für meinen Raketenwerfer werden, also stelle ich die mal hier in den Weg. So. Na komm, was soll's. Nicht, als ob ich sonst noch irgendwas Effektives mit dem Ding machen könnte. Eine Panzerabwehrkanone hat er da hingestellt, okay. Effektiv gegen Kopter und Panzer. Das Problem ist, dass der da hinten immer noch einen Kreuzer hat. Das wären 75%. Das reicht nicht. Die muss ich auf einen Schlag vernichten. Und generell sollte ich eher schauen, dass ich mit den Panzern die Flaks kaputt schieße und mit den Koptern alles andere. Dazu. Er kommt genau bis dahin nicht mehr, das ist gut. So.
Dieser Kampf wird ziemlich von schweren Einheiten entschieden. Oh, ich habe die Panzerabwehrkanone da hinten jetzt komplett übersehen. Und da komme ich jetzt auch nicht wirklich durch. Na gut, ein Beschuss von dem Ding hält das Ding eh aus. So, die Sache ist, ich muss meine Kopter da auch zurückziehen. Weil sonst kommen die Flachs ran. Das will ich gerade überhaupt nicht. Ich finde es interessant, dass mein U-Boot immer noch lebt. So. Was machen wir da jetzt am besten? Ich könnte die Panzerabwehrkanone da jetzt kaputt schießen. Wenn ich das mache, verliere ich aber mit ziemlicher Sicherheit meinen Bomber, weil der zwei Flachs da hat. Ich könnte das Ding aber auch einfach so kaputt schießen. Wäre, glaube ich, die geschicktere Methode. Da ist auch noch ein Fluss, das heißt, ich kann hier hinziehen, ohne dass was passiert. So. Dann braucht man einen Jagdpanzer. Der trifft da leider gar nichts. Die Panzerabwehrkanone stört mich hier gerade noch mehr. Warum auch immer er das jetzt gemacht hat. In der Mission bräuchte man eigentlich schon Kommandoeinheiten. Ich wusste, ich habe irgendwas vergessen.
General Carter. Dann sind Sie wohl der Kommandeur der laurentianischen Truppen. Vor 20 Jahren haben Sie hier die Festung gegen Laurentia verteidigt. Erinnern Sie sich noch an den Kommandeur von Laurentia damals? Sicher, er war ein hervorragender Soldat, selten bei den Laurentianern. Der Kampf dauerte 100 Tage mit Pausen, um Opfer zu betrauern. Ich kenne weder Namen noch Gesicht, aber ich kenne ihn trotzdem. Fast wie einen alten Freund. Das war mein Vater. Tut mir wirklich leid. Sie haben wie mein Vater nur ihre Pflicht als Soldat getan. Ihm wurde alle Schuld an der Niederlage gegeben und wurde deshalb geächtet. Sie sind der Einzige, der ihn als einen hervorragenden Soldaten ansieht. Das hätte meine Eltern sicherlich gefreut. Herzlichen Dank. Wenn wir andere Zeiten hätten, aber lassen wir das. Die letzte Schlacht gegen seinen Sohn zu führen, ist ein würdiger Abschluss. Auf so engen, verschlungenen Karten sind Raketenwerfer echt das Beste, was man kriegen kann. Solange der Raketenwerfer da oben steht, drücke ich aber auch noch nicht weiter vor. Aber wenn der jetzt weiterhin nur Flachs produziert, könnte mir fast egal sein, was genau der da macht. Mit meinem Raketenwerfer nicht die Muni ausgeht. Demnächst muss ich mal ein bisschen vorstimmen und den Raketenwerfer da wegschießen. Dass hier alles versorgt und repariert wird. Oh Moment, der wäre auch in der Missile-Reichweite gewesen. Na gut, schieß mal mit der Missile dann einfach den Flieger da oben ab. Dann hat die ihren Job auch gemacht. Steht der Panzer da davor. Ich glaube, eine Mech können wir mal opfern. Okay. Der hat überhaupt kein Benzin und keine Muni mehr.
Langsam müsste der doch eigentlich keine Bordflugzeuge mehr haben. Weil jeder Flugzeugträger kann maximal 4 von denen produzieren. Das ist ein geschenkter Ass-Rang für den Raketenwerfer, den nehmen wir doch gerne. Dass ich das mal sehe, eine Missile-Unit, die kaum noch Muni hat. Also gut. Langsam müssen wir mal hier vorstoßen. Er hat aktuell kaum Einheiten, die in meinen hier irgendwie großartig gefährlich werden können. Zumindest wenn es um die Panzer geht. Die Artillerie steht halt da, aber das ist auch alles. Ass-Raketenwerfer sind toll. So, der ist weg. Die beiden ziehen wir zurück. Ja, das hat immer noch 4 Flaks hat er jetzt immer noch hier stehen. Ehrlich gesagt sind mir das so um die 3 zu viel. So, die Bordflugzeuge da hinten, die sind mir jetzt auch ziemlich egal. Denen geht nämlich relativ bald das Benzin aus. Die Einheiten brauche ich ab jetzt keine mehr. Ich könnte bestenfalls noch Schlachtschiffe oder eventuell einen Flugzeugträger bauen, um mich von der Seeseite aus zu supporten, aber das ist jetzt auch nicht unbedingt so notwendig. Ich glaube, ich lasse es jetzt einfach hier bei... Weg damit. Ich glaube, wir brauchen noch einen zweiten Bomber.
glaube, wir können es langsam mal anpacken, die Stadt hier zu besetzen. Oh mein Gott, hätte ich jetzt gerne eine Co-Power von Brenner hier drin. Die wird gerade so reinhauen. Einmal alle Einheiten um 3 HP reparieren. Oh, der hat einen Jäger gebaut. Gefällt mir jetzt nicht so. Dafür haben wir jetzt einen zweiten Raketenwerfer auf Ass. Könnte jetzt eigentlich sagen, screw it und die ganzen Raketen, also meine ganzen Lufteinheiten drauf gehen lassen, aber jetzt habe ich gerade einen zweiten Bomber gebaut, deswegen will ich das jetzt eben nicht machen. Bauen wir einfach mal eine Flak. Auf einem HP macht er nimmer viel. So. Auf dem Flughafen muss ich gerade nicht wirklich was postieren. Ein Jäger hat er bis auf den einen mit 1 HP da hinten auch gerade keinen. Der kann nur meinen eigenen Jäger angreifen, weil der komplett umzingelt ist. Na gut, habe ich jetzt natürlich wieder genau 1 aus der Reichweite rausgenommen, aber das Bordflugzeug ist eh kaputt. Das Ding kann nichts mehr machen. Okay, der darf wieder zurück. Du darfst hier angreifen. Hier. Dorthin. Der kann nichts angreifen. Und jetzt sind langsam die ganzen Bomber hier, die ganzen Flaks, die in der Nähe standen, so langsam mal alle weg. Okay, der kommt da nicht mal hin, das ist schön. So,
heißt, wir können ein bisschen vorrücken. Yes. So, ich habe 42.000, die muss ich langsam mal wieder ausgeben. Kampfpanzer, Bomber. Das ist schon langsam eher ein Gefecht nach meinem Geschmack. Den schießen wir einmal so weg. Und die Arti darf den Kill machen. Dann alle Flachs müssen hier weg. Ich weiß, dass der da oben einen Flieger hat. Ja, es ist ganz schön ruhig im Chat, aber du kannst ja was dran ändern. Moment mal, da ist doch diese Flak da. Hierhin, der dahin und du greifst die Infanterie an. Und kommt er wieder an die Front. Mehr Panzer, mehr Bomber. Was ist denn so ein Kreuzer? Okay. Wir haben hier eindeutig zu viel Flugabwehr. Dir fällt nichts ein, was du schreiben könntest. Du könntest mir sagen, wie sehr dir dieses Spiel gefällt. Das wäre für mich schon etwas sehr Schönes.
dafür, solange der da drin getaucht ist, hat der nicht wirklich viel zu befürchten. 13.000 habe ich übrig. Weiterer Kampfpanzer. Man kann sie ja immer noch nachholen, wenn sie an einem vorbeigegangen ist. So, ich glaube, ich mache ab hier ohne Rücksicht auf Verluste. Die Artillerie hier steht natürlich mal wieder wunderbar fast hier für ihn. Kriege ich den? Sollte gehen. Okay, das muss man so machen. Hier rein, dann ist der weg und dann kann ich die Arti angreifen. Mit einem HP macht die Arti auch nicht mehr viel. Oh. Das ist ja auch sehr praktisch wieder. Ich glaube, ich habe selten eine praktischere Missile Unit gehabt. Drehen wir den Spieß um, jetzt stellen wir die Artillerie dahin. Und was ich an Advance, was auch immer, so wunderschön finde, ist die Musik. Dass jeder Kommandant einfach sein eigenes Team hat. Und gerade in diesem Advance Wars sind die halt echt super gut gelungen. Gerade die Kill-Themes von O'Brien und von Will sind richtig, richtig gut. Wobei mir das von O'Brien tatsächlich noch am besten gefällt hier. Ich kann jetzt wahlweise seine restlichen Einheiten vernichten, wofür ich allerdings noch was bräuchte. Oder ich besetze sein Hauptquartier. Ja, da er für sich weiß, dass Taktik nichts für dich ist. Du
gehst lieber ins Face. Ja, Diapos, du musst traden. Natürlich baut er jetzt da hinten noch ein weiteres Schiff. Was hat er denn? Ein Kreuzer. Na super. Die kriege ich ja leider nicht mehr mit Bombern richtig effektiv rausgenommen. Hier einen Lockvogel, vielleicht fällt er drauf rein und rennt drauf zu. Also sein Erbplot ist gekämpft. Nichts mehr machen. Wenn er Einheiten drin baut, werde ich sie ihm sofort kaputt schießen. Ja, genau. U-Boote kommen ja hier getaucht ins Spiel. Ich hab's gehört. Ich wollte einfach mal schauen, ob es wirklich eins ist. Okay, das wird ein Headquarters Capture. Der baut mir da gerade zu viel. Fantastisch, da kann selbst ein Veteran wie ich nichts ausrichten. Damit endet dieser Krieg. Das war's. Seht ihr, Track, der Kampf ist zu Ende. Schont jetzt das Leben eurer Soldaten. General Carter? Ja, die Verantwortung für diesen Krieg trage ich ganz allein. Ihr wurdet von mir zum Kampf gezwungen. Teilt das der laurentianischen Armee bei unserer Kapitulation mit. Das geht aber so nicht. Schließlich haben sie für uns... Dann habe ich mindestens genauso viel Schuld. Das ist ein Befehl, Zadia. Mein letzter Befehl. General! Mach dir keine Sorgen. Ich kenne den gegnerischen Kommandeur O'Brien. Er ist kein Freund von sinnlosem Töten. Mit ihm kann man bestimmt reden. Hast du das auch verstanden, Track? Wenn sie es mir so befehlen.
Damit ist es entschieden. Hoffentlich läuft bei der Kapitulation alles glatt. Es gibt nun keinen Grund mehr, sich gegenseitig ans Leder zu wollen, oder? Ich bin der Oberbefehlshaber von Zephyrus Carthas. Wir sind geschlagen und bereit, Ihren Forderungen zu entsprechen. Versprechen Sie mir nur eines. Was möchten Sie? Die Kriegsschuld trifft mich, den Kommandeur, allein. Ich bitte Sie, mit meinen Leuten nachsichtig umzugehen. Das ist in Ordnung. Wir wollten sowieso nur, dass dieser Krieg zu Ende ist. Haben Sie Dank, Oberleutnant O'Brien. Ich habe schon einiges von Ihnen gehört und ich bin nicht enttäuscht. Sie sind in der Tat ein rechtschaffener Mann. Rechtschaffen? Ich wollte eigentlich nur, dass dieser Krieg endlich vorbei ist. Und ich bin sehr froh, dass Sie mein letzter Gegner waren. Sadia, töte mich. Ehe mich die Laurentianer noch misshandeln, sterbe ich lieber. Töte mich. Na los, ihr habt ja auch bisher nichts anderes getan. Sadia, der Krieg ist vorbei. Ihr habt euch ergeben und wir sind anständige Soldaten. Wir tun niemandem etwas, der nicht die Absicht hat zu kämpfen. Und das aus dem Munde eines Laurentianers. Das habt ihr schon mal gesagt nach der Katastrophe. Habt vom Frieden gefaselt. Und da habt ihr uns hintergangen. Habt wehrlose Zivilisten getötet. Wie? Von was redest du da? Die Menschen, die wir hätten beschützen sollen, hat Sigismundo alle niedergemacht. Darunter waren unschuldige Kinder, wie auch mein Bruder Zeno. Das kann doch nicht wahr sein. Sigismundo, dieser Mann ist ein Unmensch. Ihm verzeihe ich nicht und euch, die ihr für ihn kämpft, auch nicht. Deshalb musste ich weiterkämpfen, um mich an Laurentia zu rächen. Kommandeur, General Sigismundo ist eingetroffen. Gutes Timing. Das habt ihr gut gemacht, O'Brien. Damit ist der endgültige Sieg der Neo-Laurentania besiegelt. Nun zu Ihnen. Sie sind der Kommandeur der Zephyrer? Richtig. Und ich bin der Oberbefehlshaber der zephyrischen Armee, Carter. Blas dich nicht so auf, nichtsnutziger Zephyrer. Lassen Sie das. Er hat sich doch schon ergeben. Misshandlungen von Gefangenen ist gegen die internationale Verträge. Internationale Verträge? Die gibt's schon lange nicht mehr. Zephyrus ist zerstört, Laurentia ebenso. Gerade darum brauchen wir einen neuen Staat mit einer neuen Ordnung. Was reden Sie da? Aber machen Sie sich keine Sorgen, O'Brien. Ich werde diesen Verlierer nicht unnötig quälen. Finn? Erschieß ihn. Carter! Denken Sie an Ihr Versprechen. Warum? Warum haben Sie ihn erschossen? Er hatte sich doch schon ergeben. Er war ein Zephyrer und diese Welt braucht keine Zephyrer. Sie sind das letzte, Sigismundo. Keine Bewegung, O'Brien. Ich will dich nicht auch noch erschießen müssen. Sie. Reg dich nicht auf, Mann. Ein oder zwei mehr oder weniger. Was macht das schon? Ich frage mich, wie viel du schon auf dem Gewissen hast, hä? Bringt die zephyrischen Soldaten ins Lager. Kisela, dort werden sie alle öffentlich hingerichtet. Solche können wir für unseren neuen Staat nicht brauchen. Okay, dann bis gleich, Domi. Das wird die letzte Mission sein, die wir heute machen und danach spielen wir eine Runde Warcraft. General Carter, erschossen? Das darf doch nicht wahr sein. So ist es aber. So ein fantastischer General und Mensch. Warum nur? Warum musste er sterben? Und wir sollen auch alle exekutiert werden. Diese Laurentianer, das war von Anfang an eine Falle. Das stimmt nicht. Der Kommandeur würde so etwas nie tun. Der Kommandeur hat versprochen, euch allen zu helfen. Deshalb kann das gar nicht sein. Und warum wurde dann Carter umgebracht? Die laurentianische Armee ist ein Haufen von grausamen Mördern, heute wie früher. Das ist nicht wahr. Dass ich nicht lache, du hast von all dem nur nichts mitbekommen. Ich dagegen weiß sehr gut, was die laurentianische Armee für Grausamkeiten begangen hat. Ich weiß tatsächlich nicht, was euch die laurentianische Armee alles angetan hat, aber den Kommandeur kenne ich sehr gut. Er würde euch nie hintergehen. Aber unser General wurde ermordet. Und da O'Brien auch ein laurentianischer Soldat ist, gehört er zu ihnen. Das nimmt sich nichts. Nein, der Kommandeur ist... Tut mir leid, Ed, das hat etwas gedauert. Kommandeur.
O'Brien, ich frage Sie nun nur einmal und überlegen Sie sich Ihre Antwort gut. Wurde unser General wirklich von der laurentianischen Armee getötet? Ja, das stimmt. Dann sind Sie also auch einer von... Warte, Sadia. Wer hat das getan? General Sigismundo hat es befohlen, ausgeführt hat es Finn. Aber ich habe zu verantworten, dass es überhaupt so weit kommen konnte. Obwohl ich dabei war, konnte ich ihm nicht helfen. Und das sollen wir ihm glauben? Sie wollen zwar nicht, dass er stirbt, aber haben dabei gestanden? Du musst mir nicht glauben und ich will mich auch nicht herausreden. Aber die Zeit drängt jetzt. Ed, bring die unabhängige Truppe hierher. Wir gehen fort von hier. Was soll das heißen? Sigismundo hat vor, euch alle zu töten, und zwar morgen. Wenn ihr hier bleibt, ist das euer aller Ende. Das heißt, ihr müsst hier weg, solange ihr noch könnt. Und ihnen soll ich glauben? Ja, ihr müsst mir zwar nicht glauben, aber wollt ihr einfach so sterben? Mir sind von Carter eure Kameraden anvertraut worden. Und was ist der Plan? Hier ist die Haupttruppe von Neo Laurentia versammelt. Es hat keinen Sinn, gegen sie zu kämpfen. Wir müssen hier verschwinden, ausbrechen und ihre Verfolgung stoppen. Geht ihr Zephyra voran, nachdem die Flucht gelungen ist, seid ihr frei. Wir gehen vor und wer hält dann die Verfolger auf? Ich. Wieso Sie? Sie sind doch Laurentianer. Ich habe Carter versprochen, euer Leben zu retten. Und ich pflege meine Versprechen zu halten. Ihr mögt mir glauben oder nicht, aber das ist der Grund, warum ich es tue. Sie... Zum Reden ist jetzt keine Zeit mehr. Macht euch marschbereit, es geht bald los. Die zephyrischen Gefangenen fliehen und die unabhängige Truppe von O'Brien hilft ihnen dabei. Was denken Sie sich, O'Brien? Ich werde Ihnen nicht länger unterstehen, Sigismundo. Weder die Zephyrer noch sonst jemand soll weiter sinnlos sterben. Sie rebellieren gegen mich, also gegen den Staat? Und dann haben Sie auch noch die Stirn? Machen Sie nicht so ein Theater, Sigismundo. Was? Sie sind nicht mehr General der laurentianischen Armee. Wenn Sie unbedingt jemanden befehligen müssen, dann gehen Sie zu den Affen. Sie wagen es, unseren neuen Staat zu beleidigen? Zephyra, flieht so schnell ihr könnt bis zu eurer Stadt im Westen. Verstanden. Ich bleibe an der Front. Kümmert euch nicht um mich. Tut eure Pflicht. So, das ist der letzte Teil vom Tutorial hier. Wir haben ab jetzt Kommandoeinheiten. In dieser Mission dürfen wir das Ding zwar noch nicht bewegen, aber das, was ihr hier so schwarz vorgehoben seht, das ist eine sogenannte Kommandozone. In der Kommandozone kriegen alle Einheiten standardmäßig einen +10/+10 Boost. Und je nach Kommandant kommt noch ein Zusatzeffekt dazu. Im Fall von O'Brien jetzt, der boostet zusätzlich alle Einheiten um +20 in der Defensive. Eine Kommandoeinheit selber bekommt sowieso seinen Kommando-Boost. Das heißt, und außerdem erhält eine Kommandoeinheit immer standardmäßig den Ass-Rang. Das heißt, die Kommandoeinheit, die wir hier haben, ist jetzt von den Statuswerten hier auf 130, 150. Das Ding hält also ordentlich was aus. Und solange wir in der Kommandozone gegnerische Einheiten kaputt machen, erhöht sich unser Kommandometer. Den Kommandometer seht ihr hier gerade oben am Topscreen. Also das kleine Fenster da. Da sind jetzt bei mir zwei Striche unter dem Bild von O'Brien. Das bedeutet, dass wir insgesamt 10 Trefferpunkte Schaden verursacht haben in der Kommandozone. Sobald die erste Hälfte von diesem ganzen Gedöns vollgeladen ist, wird die Kommandozone um ein Feld größer. Das heißt, die geht ans vierte Feld hier weiter raus. Kommandozonen sind auch unterschiedlich groß. Die von O'Brien ist zum Beispiel mal jetzt standardmäßig 3 Felder groß. Wenn sie aufs vierte Feld, wenn man die Hälfte gecharged hat, dann wird sie 4 Felder groß. Und wenn man den Balken komplett voll hat, ist sie 5 Felder groß. Und man kann eine Ko-Gabe einsetzen.
Er bleibt jetzt erstmal hier stehen. Geht schon vor. Ich werde hier den Feind aufhalten. So. Ab hier kämpfen wir halt nicht mehr gegen die Blauen, sondern gegen die Gelben. Mecheinheiten können im Schnee nur noch ein Feld weit gehen. Solange es schneit, ist das Bewegungstempo von allen Einheiten um ein Feld verringert. Kommandeur, es ist schon genug. Ziehen Sie sich auch zurück. Sorry, aber das wird wohl nicht gehen. Finn. Aber eins verstehe ich nicht. Warum opferst du dein Leben für andere? Was hat es denn noch für einen Sinn, jemanden zu retten? Das werden Sie wohl nie verstehen. Ja, da hast du recht. Verstehe ich überhaupt nicht. Aber es ist, wie ich es dir das letzte Mal gesagt habe. Du bist zwar ein edler Mensch, aber du wirst nicht lange leben. Versteht ihr? Zielt auf den Panzer des Kommandeurs. Macht ihn fertig. Kommandeur, rasch verschwinden Sie von dort. Kümmert euch nicht um mich. Ihr müsst weiter. Lasst Carters Leute zuerst fliehen. Ich werde sie hier noch aufhalten. Aber Kommandeur... Mach dir keine Sorgen. Ich komme nach. Lin, schnell. Kommandeur... Gerade du solltest das verstehen. So können wir die meisten retten. Sigismundo hat es sowieso zunächst auf mich abgesehen. So gewinnen wir Zeit. Geh, Lin. Ich habe verstanden. Okay, ich weiß nicht, ob ich das überhaupt noch geschaffen kann. Vor allem, weil die aus irgendeinem Grund ihren Speer gesuicidet haben. Es ist eigentlich gar nicht gut, was da so gerade rumgeht. Kann sein, dass ich die Mission nochmal neu starten muss, weil ich jetzt ziemlich alles verloren habe, was mir hier irgendwo noch wichtig wäre. Mal schauen, vielleicht geht es sich ja noch aus.
Auch wenn ich es nicht wirklich glaube gerade. Moment mal. Das machen wir nochmal von vorne. Ich weiß auch nicht, warum die ihren Speer da hinten gesuicidet haben. Das machen sie normalerweise nicht. So. So. Wir ziehen einfach alles, was wir haben, sofort zurück. So, die müssen wir auf jeden Fall wegmachen hier. Hoffentlich suiciden sie diesmal ihren Speer da hinten nicht. Wäre mir schon eine große Hilfe, wenn sie das nicht machen würden. Die haben sich schon wieder in die AT-Reichweite reingestellt. Ich weiß echt nicht, was die da machen. Wieso die das machen. Oh, sehr schön, der Panzer geht da zurück, sehr schön. Interessant, dass er seinen Kopf da hinten jetzt nicht bewegt.
Mit Mecheinheiten und den zu wenig Bewegungspunkten stört mich hier schon ein bisschen. Gut, gegen einen Anti-Tank komme ich dagegen nicht an. Sehr schön, der geht auf meine AT anstatt auf die blauen Einheiten. Gut, den brauchen wir jetzt nicht mehr. Weg mit dir. Weg mit dir. So, und damit ist alles, was die blauen Einheiten gerade irgendwie beschädigen kann, aus dem Weg. Die Brücke wird blockiert von einem APC und von einem Panzer. Das passt. Auch wenn eine Panzerabwehrkanone davor steht. Entgeht der gegnerischen Umklammerung und flieht. Zerführer, flieht! O'Brien soll sich nicht umsonst für uns eingesetzt haben. Ich verschwinde auch von hier. Kommandeur, ich hoffe, Sie schaffen es da raus. Hinter uns ist nichts vom Gegner zu sehen. Er ist uns zwar auf den Fersen, aber im Moment besteht keine Gefahr. Ist O'Brien noch nicht zurück? Nein, Ed versucht zwar Verbindung zu ihm aufzunehmen, aber... Kommandeur, hören Sie mich? Kommandeur! Kommandeur, so antworten Sie doch! Kommandeur, wo sind Sie jetzt? 126, 272, Ruine, südlich von Kisela. Der Feind hat mich eingekreist. Ich habe mich wohl bei dem Treffpunkt ein wenig vertan. Was zögert ihr? Er schießt ihn, und zwar jetzt. Dreht jeden Stein um, O'Brien darf nicht entkommen. Das Ruinengebiet ist umzingelt, O'Brien kann nicht mehr entkommen. Die Suche läuft auch Hochtouren, es kann sich nur noch um Stunden handeln. Wie lange wollt ihr mich denn noch warten lassen? Trödelt nicht rum, sondern eliminiert endlich diesen Verräter. Er soll sehen, was er von seinen Beleidigungen hat. Sofortige Exekution. Wird's bald. Und Sie sind sicher, dass das Ziel dort ist? Dann könnte ich doch die neue Waffe testen, von der ich Ihnen erzählt habe. Warum nichts? Sie haben meinen Segen. Verbrennt diesen Ort. Nicht eine Ameise soll überleben. Fantastisch. Ich bin auf das Ergebnis gespannt. Aber General, in dieser Ruine sind auch unsere Leute, die das Gebiet umstellen. Na und? Weiter. Nicht, dass das ein Problem wäre. Larissa, hörst du mich? Spiel ein bisschen mit dem neuen Ding. Warte nur, O'Brien. Wir werden dir einheizen. Kommandeur, wir kommen jetzt zu Ihnen. Halten Sie durch. Das geht nicht. Ihr müsst weiter. Sigismundo will mich solange ist er von euch abgelenkt. Flieht, solange ihr noch könnt. Aber... Ich werde wohl etwas später kommen. Ich kann mich nicht gut bewegen. War doch etwas viel in letzter Zeit. Kommandeur... Ich wollte vor dir eine gute Figur machen. Dabei habe ich es wohl etwas übertrieben. Kommandeur. Jetzt, Exekution! Ed, bitte kümmere dich um die anderen. Kommandeur. Kommandeur!
So. Damit wäre O'Brien auch tot. So traurig es ist, aber tja. Er ist schon einer meiner Lieblingscos. Dafür dürfen wir ab jetzt immer mit Kommandoeinheiten spielen. So. Aber ich habe gesagt, wir machen jetzt kurz Pause. Nur ganz, ganz kurze Pause. Und danach richte ich mal schnell alles für Warcraft 3 her. Und jo. Advance Wars spielen wir dann nächstes Mal weiter. So. Klappe zu. Kurz Pause. Und... ups. Das sollte jetzt nicht auf die YouTube-Aufnahme, die wollte ich jetzt gerade noch beenden.